Hallo Freunde, ich bin der Nico, ich begrüße euch auf meinem Kanal der Pusterfuchs und heute geht es wieder nach dem Motto, einfach mal das Leben genießen. Es ist heiß, es ist Sommer, meine Reitmädels haben die Pferde fertig gemacht und wir gehen jetzt mit den Pferden mal zum Wasser, in der Hoffnung, dass nicht ganz so viele Badegäste da sind und dass wir mit den Pferden ein bisschen ins Wasser können. Und ansonsten genießen wir einfach mal den Tag. Ich hoffe, ihr macht das genauso wie wir. Einige Mädels wollen heute nicht mit ins Video. Muss ich ein bisschen aufpassen, was ich da pixel. Aber ansonsten, hier, das Mädel will auf jeden Fall. Hier meine große Mona. Ne? Ja, und dann, ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ne? Wenn ihr es sehen wollt, bleibt dran. Feuer frei. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Fußmarsch vor uns. Vom Stall bis zum Wasser sind es knapp ein Kilometer. Aber bis zur Badestelle, wo wir mit den Pferden rein können, sind es vielleicht anderthalb, zwei. Aber auch nicht schlimm. Das sehen wir doch recht sportlich. Jo, ich habe mir jetzt meinen Laufrucksack angeschnallt. Da passen ein paar Kleinigkeiten rein, vom Handy bis zur GoPro, bis zu Akkus und alles, was ich bei habe. Ja, habe mir ein paar Barfußschuhe angezogen, meine alten, weil ich damit ja nachher ins Wasser gehe. Denn Barfuß und Pferdehufe, das verträgt sich nicht immer ganz so gut. Wenn dann einer drauflatscht, ist ein bisschen aua-aua, deswegen ein paar Schuhe an. So, wir haben einen kleinen Reiterwechsel gemacht. Ja, wir haben alle Spaß. Ja, man muss nicht unbedingt gut reiten können. Einfach mal ein bisschen Spaß haben mit den Pferden. Anbaden. Ja, Monika, das Bett, ne? So, Mona, komm, wir gehen schon mal Wasser. Na, das gefällt dir doch. Wie hat den gelegt? Ja, volle Pulle. Ja, ist das schön heute hier. Das Wasser ist, keine Ahnung, sehr, sehr warm. Temperaturen über 10 Grad, würde ich sagen. Weil es beim Norddeutschen schon schön warm. Hey, wunderbar, total geil. Schöne Abkühlung für die Pferde. Ein Heidenspaß für die Kinder, die hier am Strand sind heute. Darf ich natürlich nicht filmen, wenn man drauf hat, muss jetzt irgendwie wegpixeln oder so. Mal gucken, oder ich schneide es einfach direkt mal raus. Für die Pferde ist es wunderbar. Könnte man viel öfter machen. Aber man hat nicht so einen Tag. Einfach mal genießen. Wunderbar. Und hier, wir sind ja hier im großen Jasmunder Bodden. Ich denke mal, ich kann hier bestimmt einen Kilometer. Na, rennen Sie mich noch um. Ich denke mal, ich kann hier noch einen Kilometer reingehen, ohne dass ich schwimmen müsste. Ich bin jetzt schon gut 150 Meter vom
vom Ufer weg und mir geht das Wasser noch nicht mal bis zur Hüfte. Habe ich mir jetzt noch meine fleißige Mona abgeholt. Die geht mal ein Stückchen drin ins Wasser hier. Sieht hier ein bisschen anders als mein Schimmel. Obwohl die 10 Jahre älter ist, die 26 jetzt hier. So. Die ist immer im Schwung. Wieder her, so ist Geschirr. Und ein bisschen Action haben. Pferde haben wir wieder fertig gemacht und jetzt verlassen wir den kleinen Badestrand hier auch. Herrliches Wetter. Wir haben echt Glück gehabt, weil heute so schön der Wind geht und hier so gut wie keine Badegäste waren. Die zwei, die waren, die kannte ich und die hatten da kein Problem mit, dass wir mit den Pferden hier reingegangen sind und es hat echt Spaß gemacht. So, und jetzt gehen wir uns langsam wieder auf den Rückweg machen. Jetzt geht's wieder Richtung Heimat. Das war so wunderbar entspannt. Das brauchte ich einfach mal. Wir haben richtig die Sorgen förmlich weggespült. Ja, habe ich wieder schönes blödes Zeug gelabert jetzt hier, ne? Aber ist so, ne? Das ist, wenn man den Kopf frei kriegt, ist einfach eine klasse Sache. Jo, jetzt sind wir gleich wieder am Gehöft. Pferde sind auch schon wieder trocken. Einfach klasse heute. Ja, Helene, was sagst du dazu? Ja. So, nix. Ja, sind wir wieder auf dem Hof angekommen. Das war doch einfach herrlich. Wenn euch unser kleiner Ausflug gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Ne? Wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten sage ich, bye bye, bleibt gesund, wir sehen uns wieder.